Ja, also diese Sprachen lernt man im Theologiestudium, damit man die Bibel im Original lesen kann. Weil die Bibel eben, also das Alte Testament ist ja also die Tora plus eben andere Bücher noch, die ist eben von den Juden, die ist eben in Althebräisch abgefasst, beziehungsweise später dann auch in Griechisch. Und das Neue Testament ist in Griechisch abgefasst. Und später ist das Neue und das Alte Testament auch in Lateinisch übersetzt worden. Und Lateinisch ist bis heute in der katholischen Kirche ja die Sprache der ganzen Sakramente, der ganzen Rituale. Und das lernt man als evangelischer Theologiestudent eben genauso, einfach damit man die Sachen im Original kennt und nicht nur auf Übersetzungen angewiesen ist. Im Prinzip so ähnlich, wie man als Muslim Arabisch lernt oder lernen sollte, damit man den Koran lesen und verstehen kann. Also man lernt im Theologiestudium neben den Sprachen dann natürlich Geschichte, also Geschichte zum einen Geschichte des Judentums, also der alttestamentlichen Zeit, und man lernt Geschichte der neutestamentlichen Zeit, also die Zeit um Jesu Leben. Dann lernt man die Zeit der alten Kirche, also so von unserer Zeitrechnung die ersten 300 Jahre, 400 Jahre. Dann über die römische Geschichte natürlich, dann die mittelalterliche Geschichte bis zur modernen Geschichte. Alles immer mit Schwerpunkt natürlich auf der